Hallo ihr Lieben, hier ist das Gericht Entrecot mit grünem Pfifferlings-Spargelsalat thailändischer Art. Ich bin der Christoph Rau von La Cucina Hannover und wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, dann bleibt dran. Also wir brauchen zwei schöne Entrecots, a 250 Gramm. Dazu wird es gleich geben ein Pfifferlings-Spargelsalat. Dazu brauchen wir ein Reisessig, Sesamöl, Sojasauce, scharfe Chilisauce, gerösteten weißen Sesam, Palimentenblätter, schöne Knoblauch, Koriander, Ingwer, Römersalat, Kirschtomaten, feinste Pfifferlinge und wunderschönen Thai-Spargel. Und hast du einen Tipp, wie ich das perfekt rosa zubereiten kann zu Hause? Ja, weil das ist ja schon relativ dick jetzt. Ja, ne? Wir lassen es. Was wichtig ist beim Grillen, ist, dass man die Ruhe bewahrt. Man sollte erstmal schön Farbe nehmen lassen. Es löst sich auch ganz von alleine das Fleisch nachher. Wir haben die Poren, die es nicht gibt beim Fleisch. Wir machen das einfach so, dass es Farbe nimmt. Die Poren schließen sich nicht. Es ist nur der Grillgeschmack. Wir warten jetzt so 3-4 Minuten von der einen Seite, von der anderen Seite. Dann legen wir es zur Seite. Oder ihr könnt es, wenn ihr es noch besser haben wollt, im Ofen weiter garen. Bei 80 Grad ungefähr so 12 Minuten. Dann ist es tipptopp. Bitte danach rausnehmen und ruhen lassen. Nicht sofort anschneiden, weil dann läuft der Saft raus vom Steak, egal ob es das Rostbeef ist oder das Entrecot. Es wird dann hart. Das ist das Problem. Ruhen lassen und dann anschneiden des Steaks. Also es duftet schon total lecker und ich freue mich nachher, das zu probieren. Ja, dazu gibt es ja nachher einen Pfifferlingssalat. Ich gehe gleich rein, bereite den Pfifferlingssalat zu. Ja, super. Mit dem Thai-Spargel. Also braucht man keine Angst haben, dass da irgendwas passiert. Zwischendurch mal reinschauen auf dem Grill. So, wir wenden das jetzt einmal, dass wir ein anderes Muster bekommen. Christoph, was ist denn der Unterschied zwischen direktem und indirektem Grillen? Also jetzt haben wir eine direkte Hitze beim Grillen. Mhm. Wir lassen jetzt einfach ein bisschen Farbe nehmen und legen es dann zur Seite, dass das Fleisch langsam wieder weiter garen kann. Also muss man verschiedene Hitzezonen auf dem Grill richtig, haben. Richtig, das haben wir hier wunderbar. Hier haben wir eine Kaltzone. Hier rechts haben wir etwas mehr Hitze. Hier ist die direkte, komplette, starke Hitze. Wir werden es gleich an die Seite legen, dass das Fleisch ein bisschen entspannen kann. Und wenn wir es dann brauchen, in der Zeit, wo wir den Spargelsalat mit den Pfifferlingen zubereiten, legen wir es auf die rechte Seite zum Nachziehen und Garen. Und wenn du jetzt einen Kohlegrill hast und nicht einen Gasgrill wie wir, dann schiebst du die Kohle einfach auf eine Seite. Auf eine Seite, dann bleibt die Hitze ja trotzdem auf dem Grillrost noch dabei bestehen. Aber du hast nicht mehr die direkte Hitze von unten von der Grillkohle. Was glaubst du, wie lange das jetzt so bei indirekter Hitze noch braucht? 12, 13 Minuten, also genügend Zeit, um den Salat zubereiten zu können. Perfekt, ich freue mich. So, jetzt sind wir wieder in der Küche und jetzt bereiten wir den Pfifferlings-Spargelsalat zu, in der Zeit, wo das Ribeye oder Entrecot auf dem Grill noch nachzieht. Wir fangen an mit dem Spargel, den wir in kleine Stücke schneiden. Ist ganz einfach. Wir sollten die schönen grünen Spargelspitzen im Ganzen lassen. Wir schneiden einfach ein bisschen schräg ein. Ist einfach nur für die Optik. Wie putzt du denn die Pfifferlinge, Christoph? Also, es streiten sich ja die Geister beim Pfifferlingsputzen. Ich bin ein Freund davon, wenn wir die Pfifferlinge, ich zeige es euch ganz kurz, ein trockener Pfifferling ist eines der schönsten Pilze für mich überhaupt. Mit einem kleinen Messer, mit der Messerspitze einfach oben unter den Lamellen runterschaben, somit, dass wir den ganzen Dreck wegbekommen, wie ihr seht. Einfach aufs Blech an die Seite legen und fertig. Somit ziehen die Pilze, was viele ja sagen, Wasser, was ja auch stimmt. Ich wasche zum Beispiel nie Pilze, ich mache sie immer trocken putzen. Somit bleiben sie auch kross in der Pfanne und nicht wässrig und werden anfangen zu kochen. Das ist unser Vorteil für die Pilze. Natürlich ist es ein bisschen mehr Arbeit, Pilze trocken zu putzen, aber ich finde, es lohnt sich, damit wir die schönen Pfifferlinge im Ganzen haben. Den grünen Spargel brauchen wir unten abschneiden, die Enden, das war's. Kirschtomaten sind gewaschen, die halbieren wir nachher nur noch und dann legen wir jetzt einfach weiter los. So, ich nehme ein wunderbares geröstetes Sesamöl zum Braten von Pfifferling und Spargel. Ungefähr 1,5 Esslöffel, das war's. Weil wir auch gleichzeitig daraus die Marinade machen. Wir werden das nachher noch mit ein bisschen Reisessig ablöschen und dann unsere Marinade für den Salat. So, ich werde jetzt als erstes die Pilze anbraten. Im Ganzen, so wie sind die kleinen Feinen. So, jetzt gehen wir dazu, den grünen Spargel. Das Ganze kann ruhig ein bisschen knackig sein. Ist also nichts Verwerfliches, grünen Spargel leicht bissfest zu machen, genauso wie die Pilze. Es muss nicht alles zermatscht sein, finde ich persönlich. Ein wunderbares Limettenblatt gebe ich hinzu, nur für den Geschmack, für die Frische. Jetzt werde ich ein bisschen Koriander schneiden und Knoblauch. Den geben wir auch dazu. Fein in Streifen geschnittenen Knoblauch.
damit es ein bisschen mehr Geschmack hat. Viele werden mich wahrscheinlich jetzt aussagen, Knoblauch, Spargel. Nein, es geht, es funktioniert. Also für mich Pilze ohne Knoblauch geht gar nicht. Geht gar nicht? Das ist so lecker. Wunderbar. Also muss ran. Aber bei mir kann es sowieso nie genug Knoblauch sein. Jetzt werden wir ein bisschen Koriander dazugeben. Einfach nur zum Geschmack. Deswegen ganz zum Schluss geben wir es noch mal ein bisschen zu. Nur für den Geschmack, damit es nicht verbrennt. Und wir Bitterstoffe enthalten. Ich werde auch ganz zum Schluss die beiden Limettenblätter wieder rausnehmen, damit man nicht drauf rumkauen muss. So, jetzt schwenken wir das Ganze ein bisschen. So, jetzt mal ein bisschen Sojasauce dazu, weil Sojasauce ist eine wunderbare Verbindung zwischen Pilzen, Spargel, sehr, sehr lecker. Ein Tipp von mir, steht nicht in der Rezeptur, auch nicht hier drin. Sojasauce nehmen, ungefähr 3 Esslöffel und 1,5 Liter Wasser, habt eine wunderbare vegane, vegetarische Brühe fürs Risotto oder für Pilze oder Suppe zum Kochen. Jetzt zischt es, jetzt machen wir ein bisschen gerösteten Sesam dazu. Und wenn wir jetzt einen Geruchsfernseher hätten, könnte man den wunderbaren Duft der Limette nehmen. Ich rieche es, Christoph. Es du riechst es sehr lecker. Wunderbar, das finde ich sehr, sehr gut. Wenn du es riechst, dann bin ich schon mal heilfroh. So, dann haben wir einen Malt Sea Salt mit einem wunderbaren Pfeffer gemischt. So, das nehme ich zum Würzen. Ich nehme da nicht so viel zu, das reicht schon. Dann wird es ein bisschen eine schöne Chili-Soße geben, die wir dazugeben. Ist das eine Sriracha-Soße oder das was ist die Sriracha-Soße, genau, das ist die, was du gerade richtig sagst. Ein bisschen Reisessig geben wir dazu. Rühren das Ganze schön unter. Und ich denke mal, wenn du das siehst, die Farben sind wunderschön. Wird es wunderbar sein gleich zu dem Steak, was wir gleich holen werden. Ich werde jetzt schon mal die Blätter rausnehmen, damit wir da nicht drauf rumkauen. Ich lege es einfach an die Seite. Jetzt werden wir die kleinen Kirschtomaten dazugeben. Wir müssen nur ein bisschen warm werden für den Geschmack. Supi, wollen wir nach unserem Steak sehen? Auf jeden Fall. Ich mache mal ganz kurz die Platte aus, damit sie sich verbrennt. Das kann jetzt so stehen bleiben. Passiert nichts mit. Ich ziehe es an die Seite. Wunderbar. So ihr Lieben, jetzt haben wir es von der indirekten Hitze, gehen wir es mal auf die richtige Hitze, damit wir das nochmal richtig schön, wie ihr hört, zischt und nochmal richtiges Heiß bekommen. Ich drehe es jetzt nochmal ganz kurz von beiden Seiten, nochmal, dann lassen wir es wie gesagt ruhen, wir werden nachher Salz und Pfeffer dazu geben. Wie ihr seht, kommt jetzt ein bisschen Fleischsaft hier raus, es ist kein Blut, aus einem Fleisch kommt kein Blut, sondern nur Saft. Blut kommt aus den Venen und aus den Adern. Wir haben auch keine Poren, das ist einfach nur der Geschmack, die Röststoffe, die sich bilden beim Grillen. Also ich lasse es jetzt noch mal so 2-3 Minuten drauf, ganz kurz, wie gesagt, kurz den Test machen. Das passt hier gleich, wie ihr seht, kommt da das Fett schön durch. Jetzt nehmen wir es gleich runter und lassen es in der Küche noch mal nachziehen. In der Zeit, wo wir es ruhen lassen, richten wir den Spargel, Pfifferlingssalat an und essen dann das wunderbare Steak. Unser Entrecot hat jetzt geruht, 2-3 Minuten. Jetzt nehme ich unser eigenes Salz und die Pfeffermischung und streue es einfach oben drauf. Bitte nicht in das Fleisch stechen, sonst läuft der Saft raus. Jetzt hoffen wir, dass es schön medium ist. Ich schneide mal ein paar Tranchen runter. So, oh, das so wie ihr seht. Perfekt, Christoph. Schön rosa von oben bis unten, fast kein grauer Rand. Ich würde sagen, 9 von 10 Punkten haben wir erreicht. Ja, oder? Ich würde sagen 10 von 10. Ich hätte es nicht besser hingekriegt. Ich danke dir. So, und jetzt fangen wir an, unseren Salat anzurichten. Wir nehmen ein bisschen Römersalat. Richten hier oben an und hier unten. So. Dann nehmen wir unseren schönen, leckeren, grünen Pfifferlingssalat und richten ihn einfach so dazwischen an. So. Es duftet sehr. Hast du schon gerochen? Ja, ich freue mich gleich aufs Probieren. Ah, du möchtest probieren. Dafür bist du da. Wunderbar, das freut mich sehr. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Ich will essen. Es riecht so lecker. Es ist so gemein, wenn man hinter der Kamera steht und das immer riecht. Und dann, aber das ist das Beste an unserem Job. Nicht nur das Kochen, sondern auch das Futtern hinterher. Ja, genau. Das ist immer das Schöne. Obwohl, beim Kochen bin ich immer sehr, sehr zurückhaltend beim Essen nachher.
Wenn ich koche, bin ich schon fast meistens satt. Aber ist nicht schlimm. Dafür freut sich die Familie oder Freunde und die Verwandten. So, jetzt nehmen wir das Fleisch. Das ist wunderbar. Schaut mal, wie toll das gegart ist. Schaut, hier das bisschen Fett. Wunderbarer Geschmacksträger. Fett ist ein Geschmacksträger. Kann man wunderbar mitessen. So. Was möchtet ihr noch mehr? Und fertig sind wir mit unserem leckeren Gericht. Christoph, ich darf endlich probieren. Ich stand ja die ganze Zeit hinter der Kamera und habe es gerochen. Von daher, ich freue mich total. Sehr gerne, probier es einfach. Du hast das Besteck mitgebracht, du musst mitprobieren, oder? Ich soll mitprobieren. Ich hoffe, es schmeckt dir. Mm. Du bist immer sehr kritisch, habe ich gehört. Nein. Nein? Überhaupt nicht. Okay. Also ich nehme jetzt die ganzen Komponenten zusammen. Ist immer wichtig, dass man ein bisschen zusammen auf den Teller hat. Es ist so zart, so lecker. Und ganz einfach, oder? Perfekt. Also ohne irgendwie Shishi, was man nicht braucht. Ich bin kein Shishi-Freund. Ja. Sondern einfach das Produkt in den Vordergrund stellen und fertig. Also wenn ihr das zum nächsten Grillabend macht, ich glaube, alle eure Freunde und Familie werden begeistert sein. Ich finde, ne, seltener Fleisch, aber dafür sich mal wirklich ein schönes Stück Fleisch gönnen. Ne, geht dann wirklich auch zum Metzger eures Vertrauens, holt euch das da. Also mich machst du glücklich. Ich werde gleich noch ein bisschen weiter essen, wenn ich darf, Christoph. Selbstverständlich. Es war sehr, sehr lecker. Ist in Ruhe ganz entspannt weiter. Sehr schön. Es freut mich sehr, dass es dir geschmeckt hat. Und allen kann ich nur sagen, probiert es aus. Metzger eures Vertrauens. Lieber einen Euro mehr ausgeben für ein ordentliches Stück Fleisch. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Genau. Und wenn ihr weitere Videos mit unserem lieben Christoph sehen wollt oder generell Videos von uns, abonniert gerne kostenfrei unseren Kanal, folgt uns auf Instagram und Facebook und wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke, Vielen Dank. Christoph. Tschüss. Gerne. Danke dir.